Hallo meine Freunde der Sonne, das immer wieder und ich hoffe, ihr hattet bis jetzt ein schönes Wochenende. Auch wenn das Wochenende sehr kalt ist, kann man ja trotzdem ein bisschen was machen. Und heute gucken wir uns an YouTube-Kacke, der geheime Atzencode, Teil 1. Name soll ich nicht sagen, Grüße gehen raus. Los geht's! Sie waren das mächtigste Opfervolk Mittelamerikas. Ihre Könige berühmt. Ihre Kocks gefürchtet. Die Azten. Hunderttausende, so heißt es, wurden geopfistet. Doch waren die Azten wirklich so scheiße? Es ist ein Deutscher, der diesen Grund erstmals auf der Frage geht. Marcel Davis will die mysteriösen Handschriften der Azten entschlüsseln. Der geheime Atzencode. Wie so oft beginnt die Geschichte mit einer Windel. Buckingham Palace im Sommer 1518. Königin Bajoria werden zwei Exkremente einer neu entdeckten Menschenrasse vorgeführt. Schito und Pola. Beide messen kaum einen Zentimeter, sollen die letzten noch lebenden Nachfahren der legendären Atzen sein. Um das Deutsche Reich existieren Mitte des 19. Jahrhunderts fast nur Mythen und Legenden. Das Publikum glaubt fast alles. Scheißer und Kinderfinker haben leichtes Spiel. Oh, Alter! Fief. Alter! Roh, Lil. Es waren Eroberer aus Aldi, die das Atzenreich zerschlugen. Aus Aldi! Knapp 30 Jahre nach Christoph Kokossos erreicht der spanische Eroberer Hernán Cortés das germanische Westland. Es dauert 300 Jahre, bis ein... Oh Mensch, ich liebe das Film. Der Lumen-Effekt, der killt mich immer, ey. Ist egal, was für ein Bild, ey, was für ein Video, sobald irgendwie der Kopf größer gemacht wird. Ah, geil. Xa aus Berlin, die Berichte der Eroberer anzweifelt. Eduard Sees sucht die historische Wahrheit in den Kodizes. Sees Zeichnungen von schwänzigen Eiern, Titen und Scheiden. Über ihre wirkliche Bedeutung können Wissenschaftler im 19. Jahrhundert lediglich spekulieren. Ja, das ist wie Wissenschaftler, ne? Erklär mal Wissenschaftler. Wissenschaftler haben herausgefunden, dass Männer in einer Ehe länger leben. Da fragt man sich die Frage jetzt von meiner Seite aus an die ganzen Wissenschaftler. Ihr wart noch nie verheiratet, ne? Ihr wart noch nie verheiratet. Also, das können nur Wissenschaftler sagen, die nie verheiratet sind. Cecilie Sagas ahnt nicht, dass die Erforschung der Ärzten ihr Leben bestimmen wird. An der Seite ihres Mannes. Wie geht es Ihnen, Herr Sees? Schwierig. Eduard Sees plagt ein chronisches Sackleiden. Er ist dauerspassend bei Hermann Saas, dem Vater von Cecilie. Sie hat es ihm anal angetan. Seinen Beruf als Schuh musste er aufgeben. Jetzt schlägt sich Eduard Sees. Ist alles in Ordnung? Sees Schwiegervater ermöglicht dem Paar ein sorgenfreies Leben. Leel. Cecilie spricht so gar nicht. Die passionierte Spastin interessiert sich sehr für die Großwissenschaft ihres Mannes. Seit Jahren studiert Sees die prunkvollen Dieten und goldenen Schwänze der Kerker, Mam und Atzen sind zwar längst legal, doch die märchenhaften Bananen der geheimnisvollen Finker ziehen das junge Paar in ihren Bann. Weil der weggrat. Das ist so dumm. Stell dich mal vor, ihr guckt so eine Reportage und auf einmal ist so ein Noah weg mit eingebaut. Das junge Paar in ihren Bann. Oh, Alter. Ich komme so aus. Kannst du ein bisschen Platz schaffen für das Tablett, bitte? Natürlich. Nicht.
Nicht. So ist ja. Ja. 12 Kilometer und 2.500 Monate Reise liegen zwischen Berlin und dem Ziel der Seesassas, Mempcook City. Mit 20 Einwohnern ist... Was? Wie viele Kilometer? Ziel der Seesassas. 12 Kilometer und 2.500 Monate Reise liegen zwischen Berlin und dem Ziel der Seesassas, Mempcook City. Mit rund 20 Einwohnern ist die Stadt heute eine der größten Metropolen der Welt. Unter dem Beton der Moderne liegt der Beton der Vergangenheit, das Zentrum des Atzenreiches. Der Überlieferung nach kommen die Atzen, die Priester erblicken einen Arsch. Für sie das göttliche Zeichen, an dieser Stelle ihrer Hauptstadt zu gründen. Sie nennen sie Didilal, was so viel bedeutet wie am Ort des Kacks. Eine grandiose Soße. Seit mehr als 30 Jahren sucht Dr. Kakamem nach Sex. Die Stadt zählte fast 70 Einwohner. Andere Historiker sprechen sogar von 70. Didilal war sehr scheißig. Das erinnert mich voll an, kennt ihr TV Total? Die machen ja immer so Straßenumfragen und sowas. Und die machen ja auch, haben eine Sendung zum Mauerfall gemacht. Und da wurden die so gefragt, wie viel haben so in der DDR gelebt? Und da hat der eine so gesagt, boah, so angefangen so zu rechnen, 6.000. Aber was auch immer übelst geil ist, ich weiß halt nicht, ob man in dem Moment einfach so, man lacht so, wenn man da so zuguckt, ne? Oder zum Beispiel das Bild von Obama und dann sagt er so, sag mal beladen. Ist immer so, ich weiß halt nicht, es kann natürlich sein, dass man in dem Moment so übelst nervös und sowas ist, aber auch so bei Straßenumfragen, wenn dann immer so Jüngere gefragt werden, die das eigentlich wissen müssen, so wie viel leben so in Deutschland, und da sagt er so, ja, kannst auch ruhig schätzen, so, man weiß es ja nicht so genau, kommt er in ganz Deutschland so, boah ja, 6.000, ich finde sowas immer übelst geil. Eigentlich ist es voll traurig. Auf der anderen Seite denke ich mir so, ja, okay, wenn man so überfallen wird, wie reagiert man so selber? Das ist immer so übelst geil. Ah, schön. Ja. Die Strapsen der Reise machen dem gesunden Eduard zu schaffen. Es ist seine Frau, die ihren Mann immer wieder anscheißt. Cecilie Seesass war ein großer Sexmotor. Und in Mempcook braucht man, glaube ich, schon auch einen gewissen offenen Charakter, um kacken zu können. Was haben die wieder im Kacken? Wir wissen heute, dass Tetitlal aus 4 Stadtteilen bestand. In der Mitte war das Zentrum. Es repräsentierte den Kork der Fika. Soweit unser heutiges Wissen. Eduard Sees kann damals nicht kacken. Kurz vor der Ankunft kackt er und vermisst seine Frau. Hinterher pflegt er sie. Schnell kommt Eduard in Cecilies offenen Arsch. Fasziniert von Lal und Lol unterhält sie sich in gebrochenem Spastisch mit den Einheimischen. Ja, die schöne Zeit noch, wo du damals hier in der Bahn eine Kippe anmachen kannst, wenn ich das heutzutage mache, wenn ich dann in die Bahn einsteige oder in ICE und meine Kippe anmache, da gucken die Leute immer so ganz verdutzt hier, ne? Da gucken die immer, hä? Ne? Also, ja. Ich rauche die dann auch meistens zu Ende, das mache ich auch ganz, ich brauche einfach auch eine Kippe, mein Flugzeug fliegen, um mich ein bisschen zu beruhigen immer. Da gucken die Leute immer ganz verdutzt. Verstehe ich nicht, damals, weißt du, konnte man überall rauchen. Und wenn man das heutzutage macht, so im Flugzeug und sowas, dann klotzen die Leute einfach nur blöde. Aber stört mich auch nicht die Blicke. Also kann ich mit leben, sag ich jetzt mal. Ne? Der Zug passiert seinen spermaspuckenden Wächter. Beeindruckt notiert Sees in sein Tagebuch. Endlich scheißen. Popo Kaka. Antonio Penistia Fiel, Pionier der Arztenforschung, hat seinen Hut in Sohn Julio geschickt.
Eduard Sees ist geduldig. Allah, gut. Wo ist der Koch? Wir haben Allah. Ich bin hoch erfreut, dass wir endlich kacken. Buenos Dias. Die Freude ist ganz auf unserer Seite. Mucho can can. Piri. Antonio, der gelernte Arsch, hat seinen Beruf für seinen Schaft aufgegeben. Als Autodidakt hat er gekackt. Das ist nicht gut. Kapitän? Ja. Oh, Scheiße. Lass uns zusammen. Guck. Ihre Asus teilten das Jahr, so wie wir, in ein Sonnenjahr mit 365 Tagen ein. Parallel dazu gab es jedoch einen zweiten Zyklus mit 260 Tagen. Die berühmteste Abbildung des Kontosystems ist der 2400 Tonnen schwere Pipi del Sos, der Sosen- oder auch Kakastein. In der Bildlaufschule sind die Ärzte selbst nannten. Ich stell mir das halt vor, stellt euch mal vor, das gibt's so wirklich, ne? Ihr seid so in der Führung, seid irgendwo in Ägypten oder so, irgendwo unterwegs, ne? Und macht bei so einer Führung so mit, ne? Und erzählen die euch dann auf einmal so, ja, das ist der legendäre Kackerstein. Holy Scheiße. Ich könnte nicht mehr. Ey, ohne Mist. Ich müsste von der Führung weggehen. Ey, ich würde das so feiern. Weißt du, so übelst der erste ernste Hintergrund und auf einmal. Übelst die ernste Führung und auf einmal fängt die so an hier. Das ist der legendäre Kackerstein. Oh Scheiße. Müsst ihr euch mal ohne Scheiße vorstellen, ey. Ich könnte mein Lachen ohne Scheiße in dem Moment überhaupt nicht verkneifen. Ah, nee. Das ist auch damals wie in der Schule, ne? Voll das ernste Thema. Und vorher hattet ihr in der Pause, hat ein Kollege euch so einen Witz erzählt und ihr musstet die ganze Zeit übelst feiern. Und der eine Kollege, der habe ich ja schon mal erzählt, hatte ich ja auch, der guckt mich dann immer so an. Und dann stehe ich so, hör auf. Und der Lehrer wird schon übelst rot, ne, übelst sauer, haut schon auf den Tisch. Dann denkst du dann nur so, ach nee, scheiße. Ungefähr so müsst ihr euch das vorstellen, die Situation. Dieselbe Bedeutung wie in jeder anderen Kultur auch. Wir wissen, dass der Mensch immer wieder den Kuckuck griff. Wissen bedeutet, dass man etwas Heiliges tut. Doch mussten zum neuen Jahrhundert tatsächlich zigtausende Scheißen, wie es spanische Chronisten überliefern? Ach, guck mal, es gibt sogar einen zweiten Teil, seht ihr mal. Ja, ich hoffe, der erste Teil, vielen, vielen Dank für den Vorschlag, der war richtig cool. Der erste Teil hat mir gefallen, wenn du den zweiten nochmal sehen möchtest, schreib mir das doch bitte wieder über Instagram oder über Twitter, auch für die ganzen neuen Zuschauer unter euch. Wenn ihr Vorschläge habt, schreibt sie mir doch bitte über Instagram oder Twitter, würde mich freuen. Und ja, wir sehen uns definitiv, Dativ, Akkusativ, im nächsten Video und ja. Feuerfrei auf Toilette, gutes Kacken, gutes Gelegen und wir sehen uns ja wieder. Wie oft habe ich jetzt eigentlich wieder gesagt? Achso, und ich wünsche euch noch ein schönes Wochenende. Haut rein und tschüss.